Es gibt Menschen, die gerne allein sind. Andere sind nicht so gern alleine. Moment. Gern, gerne, allein, alleine? Gibt es da einen Unterschied? Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich bin Deutschlehrerin und immer wieder höre oder lese ich die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen gern und gerne oder allein und alleine? Die kurze Antwort ist nein, es gibt keinen Unterschied. Gern und gerne bedeuten dasselbe, allein und alleine auch. Aber die lange Antwort kommt jetzt. Sprechen wir zuerst über gern und gerne. Diese beiden Formen sind austauschbar. Das heißt, ihr könnt beide Formen benutzen oder einfach wählen, welche euch besser gefällt. Ich habe gelesen, dass einige die kurze Form gern als stilistisch besser empfinden. Das muss aber nicht so sein. In den Wörterbüchern werden beide als gleichwertig betrachtet. Und ich habe auch mal gehört, dass wohl immer mehr Leute die kurze Form gern verwenden. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich selbst verwende, glaube ich, häufiger die längere Form gerne mit E. Ja, aber es ist am Ende gleichwertig. Sowohl schriftlich als auch mündlich könnt ihr beide Formen gleichwertig benutzen. Es scheint aber bestimmte Situationen oder so, ja, Sätze zu geben, in denen man doch eine der beiden Formen bevorzugt. Wenn man sich zum Beispiel bedankt, dann kann der andere wiederum reagieren mit gern geschehen. Das bedeutet bitte sehr, das habe ich gerne gemacht, das war gar kein Problem für mich. Gern geschehen. Ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass jemand gerne geschehen gesagt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht möglich ist. Vielleicht ist es nur nicht so üblich. Wenn ihr da andere Informationen habt, schreibt es mir mal gern oder gerne in die Kommentare. Und kennt ihr eigentlich das deutsche Wort für Wannabe? Ein Wannabe ist auf Deutsch ein Möchtegern. Und den Möchtegern gibt es nur ohne E. Aber hierbei handelt es sich auch um ein Substantiv und nicht um ein Adverb. Dann kommen wir nun zu allein und alleine. Hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Im Gegensatz zu gern und gerne gilt die Form alleine als umgangssprachlich. Das bedeutet, ihr solltet in Texten, in formellen Texten, besser die Form allein ohne E benutzen. Alleine wäre nicht falsch, aber standardsprachlich ist allein die bessere Wahl. Außerdem gibt es noch Zusammensetzungen, bei denen nur die Form allein ohne E möglich ist. Zum Beispiel alleinerziehend, alleinstehend, Alleinverdiener, wenn nur eine Person im Haushalt das Geld verdient. Oder das Alleinstellungsmerkmal. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eine Firma etwas ganz Besonderes macht, was andere Firmen nicht machen, wenn man sie an diesem Merkmal erkennt, also wenn sie etwas ganz Typisches hat. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das war's auch schon. So einfach kann es manchmal sein. Ihr könnt euch merken, gern und gerne sind austauschbar. Alleine ist eher umgangssprachlich und schriftlich benutzt ihr besser allein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schicke euch fröhliche Grüße und bis bald.